Ich glaube, dass so ein sensibler Mensch wie Ober und dass es einfach auch in den Kleidern steckt, wenn so viel über dich gesprochen wird, wenn so viel über dich berichtet wird, was ursprünglich jetzt mal was gar nichts mit Sport zu tun hat. Und wir wissen natürlich, dass er selber schuld ist daran. Ich glaube, dass so die Spieler manchmal unterschätzen, was das dann trotzdem bewirkt, wenn so viel über einen geredet wird und das hat keinen Sport. Und die denken, die können das dann gut wegstecken und es bleibt halt trotzdem hängen, weil es berührt dich als Person, als Mensch, als Charakter. Und das ist halt nicht immer alles so einfach wegzustecken. Ich weiß, dass er wird selber, wir wissen alle, dass er selber auch daran schuld ist, dass das so war. Deshalb glaube ich, dass dann, wenn der erste erstmal gehalten ist und der zweite ist nochmal gehalten und der dritte rutscht dir ein bisschen ab und dann, ja, dann war es heute extrem wichtig, dass er nochmal getroffen hat. Ich glaube, dass dieses Tor in der Situation und mit der Vorgeschichte ein sehr, sehr wichtiges für Oba und für uns alle werden kann. Gingy ist gerade in der Topform und Gingy ist in jeder Sekunde ein Top-Profi und einer der besten Profis, die man sich wünschen kann. Gingy ist immer da. Gingy kann wahnsinnig gut mit Kritik umgehen. Gingy kann wahnsinnig gut mit Druck umgehen. Gingy kann sie nachts um 3 wecken, in die Allianz Arena stellen, schießt seinen ersten Elfmeter rein, 100%. Der hat wichtige Spiele gespielt, ist ein erfahrener Spieler und der ist immer da, wenn du ihn brauchst. Und deshalb ist das einfach ein großes Geschenk, sein Trainer zu sein.